So Leute, und damit herzlich willkommen zum Human Benchmark. Measure your abilities with brain games and cognitive tests. Und wie wir alle wissen, bin ich ja das absolute Brain auf diesem Planeten. Aber die Pietsmit haben das jetzt vor einer Weile gespielt und ich habe mir jetzt das Video die ersten paar Minuten angeschaut. Ich fand es sehr interessant und jetzt habe ich Bock, das selber zu machen. Seht ihr, ich habe da selber ein bisschen Farbe drüber gelegt, weil da Werbung ist die ganze Zeit und es nervt. Ja, Human Benchmark. Ich habe, wie gesagt, das erste nur gesehen und ich werde da jetzt einfach mal starten. Es kann sein, dass ich keinen Hintergrundmusik habe, weil einfach... Ja, egal. Auf jeden Fall, let's go. Ihr könnt es auf jeden Fall auch machen in der Videobeschreibung. Könnt es natürlich parallel mit mir machen, wenn ihr wollt. Dazu haltet ihr jetzt einfach das Video an, macht den Human Benchmark auf und seht, wie ich faile. So, das erste ist auf jeden Fall diesen Reaction Time Test. When the red box turns green, click as quickly as you can, click anywhere to start. Und hier sehen wir schon die Statistik, dass die Average auf jeden Fall irgendwo hier zwischen 225 und 250 ms ist. Das ist ein simples Tool, um die Reaktionszeit zu messen, bla 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 bla. Ja, ich würde sagen, wir starten jetzt einfach. Wenn es grün wird, muss ich klicken. Also jetzt zum Beispiel. Ja, das machen wir jetzt anscheinend öfters als einmal. Ah, okay. Alter, ich werde immer langsamer, was ist denn hier los? Okay. Was ist das? Reaction Time, 245 ms, Safest Courtesy, ja, ich mache natürlich immer das erste. Ich werde da jetzt nichts verfälschen und verbessern. Percentile 54,3%, was heißt das? Prozentsatz an Leuten, die das auch haben, oder wie? Kann ich mir die Stats anschauen? Ah. Average User Scarcity. Ich bin auf jeden Fall beim Average. Das ist schon mal nicht schlecht. Es gibt Leute, die sind unfassbar fast. Und dann gibt es tendenziell auch Leute, die sind super langsam. Wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, auf jeden Fall. Ich kann zurück. Ja. Dann der Chimp-Test. Was? Chimp-Test? Muss ich jetzt einfach hier auf Play drücken, oder? Ja. Are you smarter than a chimpanzee? Oh Gott. Click the squares in order according to the numbers. The test will get progressively harder. Click the squares in order according to the numbers. Also in der Reihenfolge ihrer Nummern. Der Test wird immer schwerer. 1, 2, 3, 4. Strikes. Okay. 1. Was? Ach so, die werden verdeckt. Ich dachte kurz. Okay, das ist krass. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Ah, das wird beim ersten verdeckt. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Leute, ich habe Sudoku gespielt. Zahlen von 1 bis 9 kann ich im Kopf auf jeden Fall auswendig lernen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, zack, 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 zack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nein! Oh, scheiße! Okay, vergesst, was ich gesagt habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Na, scheiße! Bin ich dumm oder was? Ich muss ein bisschen weiter zurück, glaube ich. Nein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, das ist wirklich easy. Das ist 1, 2, 3, 4, 5. Bin ich dumm? Das ist wirklich easy, Mama. Ja, scheiße, Mann. Als ob. Nee. Was? Okay, die Leute haben gecheatet. Kannst du mir nicht erzählen. Okay, bin ich so scheiße? 18 Punkte? Jo, okay. Ist gut. Ach, hier sind die Spiele, ne? Guck mal, dann war das der nächste Spiel, ne? Number Memory? Nee. Komme ich denn hier wieder zurück? Aim Trainer. Okay.
Hit 30 Tages, as quickly as you can. Okay, da muss ich, glaube ich, meine Maus ein bisschen. Click the target above to begin. Aber das ist gar nicht so einfach, ey. Huch. Ich glaube, man hört mein Mausklicken so ein bisschen. 405 ms. Ist, glaube ich, gar nicht so scheiße, oder? Ja, 68,3%. Was? Ey, das kannst du mir nicht erzählen, dass der Average bei 4. Ey, komm, die Leute cheaten doch alle komplett rein. Die wiederholen das so oft, bis sie die geilsten Sachen. Oh, Hearing. Hearing ist nicht meine beste Stärke. Ah, da muss ich kurz den Lautstärke-Mixer angucken. Ja, der müsste eigentlich laut genug sein. Okay, let's go. A high-frequency sound will play. Click as soon as you can hear the sound. Ja, wow. Hörtest, da war ich schon immer schlecht. Ihr wisst ja, ich bin schwerhörig. Aber ich versuche das jetzt mal so gut ich kann. Ich habe auch die Lautstärke, wie ihr gesehen habt, oder wie ihr, glaube ich, gesehen habt. Muss mal ganz gut checken. Könnt ihr das sehen? Nee, könnt ihr nicht. Aber ich habe die Lautstärke wirklich tatsächlich auf Standard. Also so, wie ich normalerweise meine YouTube-Videos höre. Click as soon as you can hear the sound. Okay, der hat gezwirbelt. Ich weiß nicht, ob ihr den auch gehört habt, aber ich habe den, glaube ich. Also ich habe den hier links nur gehört. Ja, das Hearing so schlecht ist, dachte ich mir schon fast. Ja, okay. Als ob die Leute den bei 19.000 hören. Ich glaube, das ist der Beweis. Ach so, ihr könnt die Statistiken gar nicht sehen hier. Das ist der Beweis, dass ich eindeutig schwerhörig bin. Ja, das ist natürlich ein bisschen anders. Ja, aber gut. Typing. Ach du Scheiße. Was ist das denn? How many words per minute can you type? Start typing to begin. How many words? Muss ich das jetzt schreiben? Indeed, upon the nature of the investigation which my friend had on. And der. Alter. Nein, ich bin viel zu nervös. Something in his masterly grasp of a situation and his keen incisive. Schreiben war ich schon immer ein bisschen behindert. Gar nicht. Zweiundfünfzig Wörter die Minute. Ist das? Das ist wenig, oder? Vor allem, weil ich so viel verbessern musste. Oh, aber gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht. Also ich bin ja schon ein schneller Schreiber, habt ihr auf jeden Fall gesehen. Aber vielleicht auch ein Tick zu schnell. Weil ich auf jeden Fall immer wieder was löschen muss. Ich merke das auch in League of Legends. Wenn ich einen Satz schreibe in League of Legends, während ich gerade am Zocken bin, und ich schreibe so einen mediokre langen Satz. Also ist da drei Rechtschreibfehler drin. Weil ich den halt recht schnell schreiben muss, ne? Versteht ihr? Aber ich bin gar nicht so unzufrieden. Also ich bin schon. What? Ich bin einfach über dem Durchschnitt. Obwohl ich auf die Tastatur gucke.
Weil mir wurde ja eingetrichtert, eigentlich nicht auf die Tastatur zu gucken, aber ich mag das überhaupt nicht. Ich gucke immer auf die Tastatur, wenn ich schreibe. Es ergibt keinen Sinn, nicht auf die Tastatur zu gucken. Du musst doch wissen, wo das ist. Klar, Zehn-Fingersystem, Mama. Aber ganz ehrlich, also nee. Verbal Memory ist gesprochen, oder? You'll be shown words, one at a time. If you've seen a word during the test, click seen. If it's a new word, click new. Oh mein Gott! Okay. Ich muss mir quasi merken, was während des Tests. If you've seen a word during the test, click seen. If it's a new word, click new. Okay. Okay. Okay, das ist ziemlich witzig. Das ist echt witzig, weil da muss man. Junge! Sechsundsiebzig Wörter. Sieben. Ja, das ist aber auch, ich muss zugeben, das ist aber auch easy. Nein! Hä? Als ob der Durchschnitt 20 Wörter weiß. Okay, es gibt natürlich Freaks, die schaffen 130, klar, wenn man es durchsuchtet, aber. Also. 76 Wörter. Gar kein Problem. Ja, easy game, würde ich sagen. First try. Number memory. Ja, Wörter kann ich. Aber Nummern, puh. Average person can remember seven numbers at once. Can you do more? Fünf. So. Ah, okay. 48. Ach so, sieben in der Reihe. Okay. Okay, ich check's. 512. Hey, das ist aber länger jetzt, ne? Ja, dann 5527. 5527, 5527. Wir haben ja genug Zeit auch. 14807, 14807, 14807, 14807, 14807. Okay. 499, 679, 499, 679, 499, 679, 499, 499, 679. Game. 767. 48841 767481 767481 767481 66956336 66956336 66956 6335 Okay. 66875937 6687 59370 6687 6687 57930. Nein! Schade. Wo ist Number? Ja, Number Memory ist eher so 9 Durchschnitt. LOL. Was? Die Leute haben das Spiel nicht verstanden, glaube ich. Wie kann man denn nur einen Punkt kriegen? Okay, ja, ich bin aber knapp. Ich bin schon ein guter Durchschnitt. Ein minimal guter Durchschnitt. Okay, letztes Game. Visual Memory. Ach du Scheiße. Memorize the Squares. Okay. Ah. Ja. Okay, das ist easy. Oh, okay, das wird schwieriger tatsächlich. Aber
Dafür, dass es so farblich aufleuchtet, das ist ziemlich einfach. Macht zuerst die schweren und dann die einfachen, würde ich sagen. Ja, das ist natürlich Super Mario Jump'n'Run Level. So, zack. Okay. Den. Dann haben wir hier eine L-Form und dann haben wir das da. Okay, das ist fast eine 2, nur dass wir das eine auslassen. What? Oh! Okay. Hab ich kurz geschwitzt hier. Dann haben wir hier Tetris gespielt, auf jeden Fall. Ach du Scheiße. Moment. What? Ah, das. Ach so, man hat eine 3. Okay. Oh, das war easy. Schiffe versenken, Boys. Schiffe versenken. Jawohl. Schiffe versenken, Alter. Okay, ein X und die zwei einzelnen. Und dies da. Oi, da bin ich gut. Okay, da. Okay. Ja, das könnte jetzt mein Verhängnis sein. Als ob da immer noch eins fehlt. Scheiße, nee. Ah, das habe ich mir nicht gemerkt. Oh mein Gott, das war ja so schlecht. Ja, okay, aber geht klar, oder? 12 Punkte. Ja, geht voll klar. Geht voll klar. Gegen die ganzen Cheater, die hier bis 14 kommen. Oh, bei 14? Ich halte 14 für echt machbar, tatsächlich. Ich habe ja auch 12 geschafft. 14 ist echt machbar. 18 ist schon Babo. 18 ist richtig Babo, aber 14 ist machbar. Ja, Leute, das ist mein Human Benchmark. Hier seht ihr auch, wie lange ich. Gut. Okay. Ja, hier sieht man, wann es her ist. Ja, das ist mein Score. Ihr könnt ihn gerne mit eurem Store vergleichen. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Schreibt es in die Kommentare, wie euer Store ist. Also, ihr könnt ihn ja gerne hier so dingensen. Hier, keine Ahnung. Oder ihr könnt ein Foto auf Discord stellen. Ne? Discord ist auch in der Videobeschreibung verlinkt. Dann würde ich sagen, danke fürs Einschalten und ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Mich auf jeden Fall. Man merkt deutlich, wo meine Schwächen sind, aber auch wo meine Stärken sind. Also Memory kriege ich schon hin. So ist es nicht. Typing auch nicht schlecht. Also alles, was so, was ein Gamer halt wie ich so kann, gar kein Problem, ja? Gar kein Problem. So, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Bis zum nächsten Video. Ciao.